Er mischt die Partei auf wie lange kein Juso-Vorsitzender vor ihm. Kevin Kühnert, die Pose am Mikro so selbstbewusst wie die Ansage. Das, womit wir begeistern wollen, das ist Sozialdemokratie. Wo wart ihr gestern überall? Lasst euch nicht auf irgendwelche Diskussionen mit einzelnen Jusos darüber ein, was jetzt der Juso-Bundesverband tun sollte oder so. Also ist verbindlich freundlich. Ich werde lieber unangenehm gefragt als nicht gefragt. Kein Juso-Chef seit Andrea Nahles hat so viele Schlagzeilen gemacht wie Kühnert. Er will eine SPD, die anders ist. Es geht doch jetzt um alles. Es geht um die Zukunft des Landes, es geht um die Zukunft der SPD. Und Sie haben da ein richtiges Fass aufgemacht und haben immer laut und deutlich gesagt, diese GroKo ist wirklich das Letzte, das bringt uns um. Naja, wir haben zwei Scheißoptionen gehabt und wir haben uns jetzt mal für eine davon entschieden. So, aber Politik orientiert sich nicht an meiner Einstellung oder an meinem Wünsch dir was, sondern ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten zu meinen politischen Zielen zu kommen. Und das ist die Strategie, die ich jetzt dafür anwende. Punkt. Hi, schönen guten Abend. Wir sind von der SPD in Schöneberg und stellen uns gerade vor. Danke, nein, ich habe mich anders festgelegt. Ist in Ordnung. Schönen okay. Abend für Sie, ja? Tschüss. Ja. Aua, alles Gute. Ja, alle Gute. Schämen müssen Sie ja. Information zur Wahl von der SPD. Information zur Wahl von der SPD. Du bist zu groß geworden. Naja, ich glaube, damit kommen wir jetzt nicht viel weiter. So, der mindestens zweitwichtigste Mann des heutigen Abends, der kommt jetzt gleich mit zu mir hoch auf die Bühne. Es ist. Jetzt die Prognose für die Bundestagswahl. CDU/CSU 24%, sehr deutliche Verluste, schlechtestes Ergebnis bisher. SPD 26%. Wie viel haben wir? Zeig mal. Okay. Ausgezählte Gebiete 22 von 332. Okay.